bin Professor hier an der JKU in Linz und habe eine Gruppe für Visual Data Science. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der visuellen Aufbereitung sehr großer und komplexer Datenmengen. Und die Kernidee der Firma DataVision ist vor ungefähr 4 Jahren entstanden. Wir hatten ein sehr erfolgreiches Projekt, Forschungsprojekt mit Boehringer Ingelheim, der Pharmafirma. Und das Ergebnis war so erfolgreich, dass die Firma das dann auch produktiv für die Forschung, für die Medikamentenentwicklung einsetzen wollte. Und das war dann der Startschuss für die Ausgründung der Firma DataVision. Das heißt, wir sind ein JKU-Spin-off. Man darf sich die heutige Biologie und die Pharmaforschung nicht vorstellen, dass da ein paar Wissenschaftler mit weißen Kittel im Labor stecken und ins Mikroskop reinschauen, sondern die Experimente von heute sind wirklich, da werden zig Wirkstoffe gegen hunderttausende Proben getestet, automatisiert getestet, und es erzeugt enorme Datenmengen. Und irgendwo in diesen Datenmengen, da werden natürlich gesunde Patienten gegen kranke Patienten so gescreent, und irgendwo in diesen Datenmengen sind die Auffälligkeiten versteckt, die den Pharmakologen, den Biologen, den Chemiker verraten, wo könnte man mit einem Medikament andocken, um irgendein verhängnisvolles, aus dem Ruder gelaufenes, irgendeinen Prozess im Körper so zu, wieder ins Gleichgewicht zu bringen, dass eben die Krankheit oder das Krankheitsbild, das daraus entsteht, eben gebremst oder sogar rückgängig gemacht wird.